Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video, das Xbox-Turnier. Ich habe wieder ein Xbox-Turnier veranstaltet. Es war absolut geisteskrank, Leute. Da sind Spieler bei gewesen. Euch werden die Augen rausfallen, weil mir sind selber die Augen rausgefallen. Ich habe wirklich explizit auch Clips mir einschicken lassen auf Discord, um so ein bisschen zu bewerten, ob die gut sind oder nicht. Es war sehr, sehr krass, Leute. Am Ende kam nochmal die große Kehrtwende, weil dann auf einmal die Besten drinne waren, obwohl vorher schon krasse Spieler drinne waren. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute, weil es ist einfach Abriss gewesen. Ich würde sagen, let's go, Junge. So, Leute, als allerersten Kandidaten haben wir hier den Cookie9894, aka Wildwinter Tomcat727. Hat eine Playstation, spielt aber jetzt gerade auf Xbox, hat auch schon, glaube ich, auf PC gespielt. Hat 120 FPS, also dementsprechend auch ein 120 Hertz Monitor. Du spielst auf Maus und Keyboard, ne? Junge, ist natürlich erlaubt. Ich bin gespannt, Leute. Hast du eigentlich eine teure Maus und Tastatur oder so normal? Wenn normal, dann spring. Teure? Oha! Okay, dann bin ich mal gespannt, Junge. Dann geh da mal vorne hin. Ich stelle kurz den Timer auf eine Minute. Und dann, ja, würde ich sagen, legen wir gleich los. Musst du nur warten, bis ich dir zugucke. So. Let's go. Zeit läuft. Eine Minute. Der Spaß geht los. Double Edit am Start. Ja. Oh! Oh, okay. Das war schon nicht schlecht. Jetzt macht er nochmal einfache Edits, ne? Versucht da irgendwelche Tricks, Digga. Aber das hat er wohl nicht so ganz geschafft. Hat jetzt nochmal einen kleinen Double-Edit gemacht. Nochmal einen Double-Edit nach unten geballert. Ja, Maus und Keyboard 120 FPS auf Xbox. Xbox ist immer eine andere Sache. Ich finde nämlich PlayStation, seid mir nicht böse. Aber ich finde PlayStation einen Ticken besser. Vielleicht liege ich da auch falsch, Mann. Aber die ist ja auch ein bisschen teurer. Obwohl Preis nichts damit zu tun hat. Macht nochmal einen Double-Edit. Triple-Edit habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Macht auch relativ einfache Edits. Aber... ja, für Maus und Tastatur 120 FPS. Noch 8 Sekunden hat der. Da mache ich aber. Oh, der war schön. Der war schön. Okay. Zeit ist abgelaufen. Wir müssen Stopp sagen. Einmal stehen bleiben. Okay. Also, ich muss mir das jetzt auch alles aufschreiben, damit das auch alles fair abläuft, weil man kann hier was Dickes gewinnen. Ne, die Farbtarnung ist ja schon eine krasse Geschichte. So, also. Ich würde sagen, Maus, Keyboard 120 FPS, aber wir gehen immer von natürlich von Xbox aus. Das heißt, du bist jetzt kein PC-Spieler. Ich gebe dir eine... Ich bin mal heute vielleicht ein bisschen strenger. Ey, stehen bleiben, nicht editieren, stehen bleiben, nicht editieren. Wart kurz. Ich muss kurz überlegen. Ich bin streng. 7,5. Das ist gut. Nein, nein, das ist gut. Aber guck mal, du hast keine Triple Edits gemacht. Das ist so eine Sache. Aber sonst war, also 7,5 bis 8, würde ich sagen. Aber ich gebe jetzt einfach streng 7,5. Und somit bist du bisher auf den ersten Platz. Doch, musst du mitleben. GG, Mann. Dann lass zurück in die Lobby und ich hole den nächsten rein Abflug. Hörst du mich, Emily? Hallo. Was geht? Ja, nichts. Ja, bei mir auch nicht viel. Du sagst wirklich, dass der gut ist? Ja, der ist richtig gut. Ja, okay, dann hol den rein. Aber von einem, wie würdest du den bewerten? Auf jeden Fall schon so eine 8, 9 safe. Der ist gut, wirklich. Komm, Krümel, jetzt zeig mal, Krümel, was du kannst. Der täuscht mich nicht. Du bist also ein Schwitzer. Ja. Okay, dann... ja. Dann bin ich mal gespannt, ey. Als nächsten Kandidaten haben wir hier den Krümel 3985. Den hat jetzt gerade die Emily reingeholt. Und die Emily hat gesagt, dass er eine absolute 8 bis 9 von 10 ist, spielt auf 60 FPS mit einem normalen Controller ohne Scuff. Und ich meine, der hat auf jeden Fall schon Schwitzer-Skin. Macht hier so Dragon Ball Son Goku. Bist du bereit? Ja. Okay, Digga. Da mache ich jetzt Push-to-Talk rein. Ich stelle kurz den Wecker und sobald ich dir zugucke, kannst du anfangen, wann du willst, okay? Jojo. Ich bin jetzt gespannt. So. Oh nein! Das sieht schon krass aus. Geht um alles. Yo! Yo! Was? Ey, da ist so viel Potenzial jetzt gerade. Wenn das jetzt gerade noch eben clean gewesen wäre, sehr... Junge, sehr wild. Sehr wild. Schöne normale Edits, Double Edits. Triple Edits hat der aber, glaube ich, bisher noch nicht. Boah, Digga, sehr... Für 60 FPS mit einem normalen Controller. Digga, das ist for real gut, ne? Ohne Spaß. Das ist richtig schön. Runter editieren hat der jetzt nicht so viel gemacht. Aber die Ups der Edits, doch, jetzt hat er es gemacht. So ein bisschen am Choken ist nicht so übertrieben clean. Aber Digga, wenn der das jetzt noch alles clean könnte, boah, dann wäre schon sehr, sehr heftig. Aber leider macht er keine Triple Eddies, ne? Der macht immer, doch, das war jetzt ein Triple Edit nach unten, okay?
Das war jetzt auf jeden Fall auch gerade sehr, sehr clean. Es geht leider weiter. Die Zeit ist jetzt aber auch abgelaufen. Warte. Das will ich jetzt nochmal sehen. Okay, das war's. Okay, stehen bleiben, Krummel. War übertrieben krass. Sonst ja, bestimmt, du bist aufgeregt, ne? Ja, ja. Sonst wäre das bestimmt alles auch ein bisschen cleaner, ne? Ja, ja, ja. Glaube ich. Nee, aber sah auf jeden Fall stark aus. Ich würde dem Ganzen eine, lass mich überlegen, 8,5 hätte ich dir gegeben. Ja. Okay, Krummel, dann schmeiße ich dich jetzt raus. Ich hole den nächsten rein, ja? Ja, gut. GG, Mann. Zieh durch. Bist du nervös? Ja, ein bisschen. Als dritten Kandidaten haben wir hier den Netschi on Drip. Macht hier ein Herzchen, Junge. Spielt auf 120 FPS mit einem normalen Controller. Und die Xbox Series S, ist das richtig? Okay, ja. Okay. Ja gut, du bist ein bisschen aufgeregt, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Aber sollte ich hinbekommen. Du sollst hinbekommen. Ich glaube an dich, Mann. Ich mach dann jetzt Push-to-Talk rein. Du kannst dich da jetzt schon mal hinstellen. Und wenn ich dir zugucke, kannst du anfangen, wann du willst. So, die Minute läuft. Triple Edit. Ja. Okay, macht ein bisschen langsamer. Ist aber Sidejump drinne. War gut. Triple Edit. Sehr lecker. Oh, das wird schwer, ne? Oh, das wird schwer, Digga. Aber das sind halt diese 120 FPS. Bro. Das ist schon sehr stark. Boah, sehr schwierig, ne? Oh, der macht auch so ein bisschen außergewöhnliche Tricks, wenn ihr versteht, was ich meine. Der macht so ein bisschen andere Stunts. Aber das ist nicht so oft schnell. Der lässt sich so ein bisschen Zeit beim Editieren. Wenn er das Ganze jetzt noch richtig schnell könnte, dann wäre richtig stark, ne? Ja, jetzt macht er so ein paar normale Edits. Boah, ey, sehr schwierig. Ey, sehr schwierig, da jetzt irgendwas zu sagen. Wieder ein Sidejump, Junge. Der Kollege von vorhin hat halt auch keine Sidejumps gemacht, ne? Der macht das richtig gut. Aber der muss mal ein paar Edits nach unten machen. Und vor allem, der macht auch Triple Edits. So, die Zeit ist abgelaufen. Einmal stehen bleiben, Netschi. Ey, sehr schwer. Also, ich glaube, ich muss mein Voting hier an der Stelle nochmal ändern. Ich würde den Cookie eine 7 geben, den Krümel eine 8 und dir, da das schon sehr, sehr clean war, du bist zwar ein bisschen langsamer gelaufen, aber die Edits waren clean, du hast auch sehr viele Triple Edits gemacht. Ist halt schwer. Also, ich finde, Krümel und du seid irgendwie so auf einem Level. Deswegen gebe ich euch beide einfach eine 8. Okay, danke. Ja, also die beiden teilen sich jetzt gerade einen Platz und er ist halt Dritter, ne? Der vierte Kandidat ist jetzt hier Rice Has Skill, Leute. Ist auch ein Clan-Member tatsächlich. Du hast aber ein bisschen wild falsch geschrieben, ist aber nicht schlimm. Du spielst auf 60 FPS mit einer Xbox Series S und hast einen normalen Controller oder einen Scuff-Controller? Wenn du Scuff hast, dann spring mal. Also einen normalen Controller hast du, dann nick mal. Ah, okay. Ja gut, dann stell dich da hin. Ich stelle den Timer auf eine Minute und ich mache Push-to-Talk drin. Sobald ich dir erst zugucke, darfst du anfangen. Du kannst dir aber auch eine Minute Zeit lassen, bevor du startest. Also mach dir da keinen Stress. Okay, let's go. So, jetzt kann er anfangen, wann er will. Okay, er legt direkt los. Er zögert nicht lange. Schöne Double-Edits am Start. Okay. Macht hier nochmal einen lockeren Hase mit Cone. Wie ist das? Bam, bam. Nochmal ein Double-Edit. Nochmal Seite. Editiert sich hier nochmal runter. Muss da aufpassen, wenn er jetzt ein Dreieck-Edit gemacht hätte, dann wäre er auf jeden Fall runtergeflogen, weil dann keine Connection mehr da gewesen wäre. Das war auch sehr lecker, bisschen runtereditiert. Oh nein, ist leider runtergefallen, ist nicht schlimm. Macht hier nochmal eine Seite, die ist das. Ja. Okay. Oh, der war schön. Edit leider ein bisschen hier. Ja, gut. Okay. Hat hier nochmal ein Triple-Edit probiert. Sieht schon lecker. Sidejump am Start gewesen. Wichtig. Wichtiger Sidejump. Bisschen die Skills zeigen. Oh, das war auch sehr, sehr lecker. Wenn er jetzt noch einen so schönen Triple Edit gemacht hätte beim Hochbauen, dann wäre richtig krass. Nice. Okay, Zeit ist abgelaufen. Einmal stehen bleiben. So, warte mal, Rice. Ich muss mal einmal kurz gucken, wie Cookie gespielt hat, damit ich das Ganze ein bisschen besser einschätzen kann. Gut, also Cookie hat eine 7,75 bekommen. Ich würde dir eine 7,5 geben. Ist das okay? Ja? Nein, nicht runterfallen. Ja, okay. Gut, dann lass mal zurück in die Lobby, hole ich die nächste Person rein. GG, Mann. Dylan, hörst du mich? Ja? Okay, also ich habe mir schon dein Clip jetzt gerade eben auf Discord angeguckt. Das sah schon sehr stark aus. Ich will mich aber nicht komplett jetzt hier spoilern lassen. Also, du spielst auf der Xbox Series S, 120 FPS. Hast du einen 120 Hertz Monitor? Ja, okay, das ist wichtig. Und Maus und Tastatur, ne?
Hast du eine teure Maus und Tastatur oder günstige? Wenn günstig, dann spring. Günstige, okay. Ich sag dir eins, auch für die anderen, ihr müsst keine teure Tastatur kaufen. Das Wichtige ist, dass man eine gute Maus hat. Tastatur spielt keine Rolle. Deswegen, ich werde mir bald auch mal eine richtig billige 5-Euro-Tastatur kaufen und ich werde euch zeigen, was damit eigentlich alles möglich ist. Nur die Maus ist viel, 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 viel wichtiger. Okay, Dylan, dann stelle ich jetzt den Timer auf 1 Minute. Genau, und sobald ich dir zugucke, kannst du anfangen, kannst du aber auch noch Zeit lassen. Der wird gut sein. Also, boah, guck es dir doch an, Digga. Guck es dir doch an, Digga. Das sieht doch richtig frisch aus. Das sieht doch richtig frisch aus, Junge. Schön, Edits. Zwar bisher noch nicht so übertrieben krass clean, aber schön, Edits, Junge. Wow. Ja, wenn das alles noch clean wäre, dann wäre ultradimensional hyper geisteskrank, ja dann. Aber Triple Edits macht er schon gut, ne? Runter editieren, Triple Edits hat er auch drauf. Sidejump hat er bisher noch nicht gemacht. Sowas übertrieben Außergewöhnliches macht er jetzt auch nicht. Ja. Okay. Boah, schön, Alter. Ohne Spaß, da guckt man doch gerne zu. Schön, Digga, lol. Junge. Ey, Sidejumpy. Sidejumpy. Scheiße, mein Wecker, ich hab den nicht gestellt, aber ich glaube, die Zeit ist abgelaufen, ne? Boah, Alter, also ich sag ehrlich, die Edits waren sehr krass. Die Sache ist halt eben, ich weiß jetzt nicht, du hast auch Triple Edits nach oben und nach unten gemacht. Das Ganze war auch jetzt nicht so übertrieben krass hyperventilierend clean. Aber ich finde, ich glaube, du musst so wieder mit Netschi konkurrieren. Wir müssen wieder eine Umfrage starten, ob du oder Netschi besser ist. Ich würde sagen, du bist mit Krümel auf einem Platz mit 8 Punkten, ist das okay? Okay, dann ab in die Lobby. Wirklich gute Edit. Und dann hole ich die nächste Person rein. Let's go. Als nächsten Kandidaten haben wir hier den Lion. Ist das richtig? Darf man dich so nennen? Okay. Und du spielst auf 120 FPS. Hast du auch einen 120 Hertz Monitor? Nee, hast du nicht. Also das heißt, du hast eigentlich nur einen 60 Hertz Monitor. Oder 75. Ah, okay. Alter, krass. Ja, dann... ja gut, dann spielst du eigentlich so im Endeffekt auf 60 FPS mit einem Standard-Controller. Also wenn das stimmt, Digga, ich bin mal gespannt. Okay, er sagt ja. Dann geh da hin, ich stell schon mal den Wecker auf 1 Minute. Das, was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, war sehr stark. Und dann, sobald ich dir zugucke, kannst du anfangen. Let's go. Okay, er legt los. Yo, das ist doch niemals Xbox. Doch, das ist Xbox. Holy shit. Yo! Willst du denn hier flachsen, Junge? Das sind doch 120 FPS. Das sind doch niemals 60. Bro! Oh, jetzt macht er ein bisschen Jokerino, aber ist nicht schlimm. Der hat erst die Hälfte... Oh mein Gott, wie gut, Digga. Wie gut, Digga. Junge. Vor allem auch sehr clean, ne? Und sehr komplizierte Edits. Bro, sieht stark aus, ehrlich. For real, das sieht sehr stark aus. Also jetzt mal ohne Spaß. Boah, Digga. Wilde Geschichte. Yo, Junge. Okay, einmal stehen bleiben, Kollege. Schnürschuh, Mürschuh, Lülürschuh. Alter, was sind das für Edits gewesen, Digga? Das mit 60 FPS. Alter. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also, du, ich würde dir auf jeden Fall 9 bis 9,5 schon fast, würde ich sagen. Und somit bist du jetzt gerade auf den ersten Platz und hast auch auf jeden Fall die Farbtarnung bis jetzt. Wenn nicht ein besserer kommt. Ist das okay? Okay, das scheint okay zu sein. Krass, Mann. Sehr heftige Edits, ohne Spaß. Wirklich richtig gut, Alter. Für normalen Standard-Controller mit 60 FPS heftig. Okay, dann würde ich den nächsten reinholen. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Vielleicht hole ich dich rein, aber ich glaube schon. Du bleibst bestimmt Top 3. Als nächsten Kandidaten. Und wir sind auch nicht mehr weit vom Ende entfernt, aber ich habe mir schon so wieder ein paar Clips auf Discord angeguckt. Man muss immer einen Clip schicken, bevor man hier mitmachen kann. Ich suche immer gute Spieler jetzt momentan bei Xbox Freebuild raus. Haben wir hier auf jeden Fall den M-Nord2Clean. Ein bisschen Werbung für Instagram, natürlich wichtige Geschichte, würde ich nicht anders machen. Spielt auf 60 FPS mit Maus und Keyboard. Boah, Digga, auf 60 FPS spielst du? Ja.
Alter, bin ich gespannt, Junge. Hast du eine normale Xbox? Hast die Series S nicht, ne? Nee, das ist die komplette normale Xbox, Mann. Okay, okay. Dann bin ich gespannt. Aber Maus und Keyboard ist schon stark. Ja gut, dann stell dich dahin. Ich stell den weg auf eine Minute. Und ich mach Push-to-Talk rein, dass du Ruhe hast vor meinem Rumgelaber. Und ja, ich sag dann, wenn Ende ist, okay? Okay. Okay, let's go. Viel Glück. No-Skin am Werkeln. Bitte. Okay. Der ist nervös natürlich, ne? Oh, schöne Dings. 90s, ja. 90s sitzen richtig gut. Ja. Ah. Ja. Ah, aber ich glaube. Oh, der war gut, Junge. Überraschung, ich bin da. Der Weihnachtsmann. Ist nicht schlimm, der wird einfach direkt weitermachen. Noch 36 Sekunden. Das war schon nicht schlecht jetzt gerade. Aber der macht doch so Tricks mit Editieren, ne? Das sieht schon stark aus. Triple Alice habe ich jetzt nicht gemacht. Der hat jetzt gerade hinter sich noch eine Treppe geplaced. Das ist auch so auf Safeness. Ich sehe natürlich alles, ist natürlich klar. Sidejump hat er bisher auch nicht gemacht. Runter editiert hat er auch bisher nicht gemacht. Aber das sieht jetzt, also für einen Xbox-Spieler mit 60 FPS auf jeden Fall gut. Maus und Keyboard natürlich ist so eine Sache, aber auf 60 FPS kannst du einfach nicht viel reißen. Und manchmal connecten die Buildings hier nicht. Aber ich muss auch offen und ehrlich gestehen, die Map, die laggt ein bisschen. Die Zeit ist abgelaufen. Okay, Emno, ich muss dich leider unterbrechen kurz. Boah, also ich muss, du hast dich so nicht runter editiert, du hast dich immer nur hoch editiert, größtenteils. Sidejumps habe ich jetzt auch nicht gesehen, du hast aber sehr, sehr safe gebaut. Clean war auf jeden Fall auch am Start. Boah, also schwierig. Ich würde dir eine, aber die Edits, du hast sehr komplizierte Edits gemacht. Ich würde dir so eine 8 von 10 geben. Damit wärst du mit Krummel auf Platz 4. Okay. Ist das okay? Ja, normal. Okay, Digga. Dann du bleibst bei mir in der Liste drin, aber bitte nicht so Spam. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß und danke, dass du mitgemacht hast, ja? Danke dir auch. Kuss, Abflug. Kommen Sie bitte zu mir, dünner Mann. Nehmen Sie eine Waffe. So, also. Guck mir kurz die History an. Lebenslauf, wichtig bei Bewerbungsgespräch, ne? 120 FPS spielst du. Hast du auch einen 120 Hertz Monitor oder spielst du... Nee, hast du nicht. Also er spielt auch 60, okay. Und du spielst auf normalen Controller... Oder auf Scuf? Auf Maus und Tastatur? Ach so, auf Scuf. Auf Scuf, okay, okay, auf Scuf. Ja, bin ich mal gespannt, Digga. Dann stell dich dahin. Ich stell den Timer auf eine Minute. Und dann kannst du anfangen, sobald ich zugucke, ja? Okay, er legt los. Ey. Ey. Yo. Ey, yo, yo, ey, ey, yo, hey, ho, Mojo. Das sieht gut aus. Oh. Oh. Yeah. Bro. Wilde Geschichte, Junge. Sheesh. Digga, es ist wirklich gut. Ich mache jetzt keinen Flachs hier. Ey, so viel Triple Ls hintereinander, wie der hier ballert, ne? Boah, also ist schon sehr stark alle Male. Ich sag dir ehrlich. Boah, wie schön, Digga. Oh, wie schön, Junge. Oh, wie schön. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab mir den Clip 3 Sekunden angeguckt und ich wusste, der wird gut sein. Zeit ist abgelaufen. Donner, Mann, du musst einmal stehen bleiben. Machst du immer gute Donner oder nicht? Ja, du machst gute Döner, ne? Ja, gute Döner, wichtig. Geiler Name, Mann. Ey, das ist richtig krass gewesen. Aber ich muss mir jetzt nochmal den Erstplatzierten angucken und dann entscheiden, ob du besser wie er warst oder nicht. Okay, gib mir eine Minute Zeit. Also, Leute, ihr habt jetzt gerade Dönermann gesehen. Und jetzt zeige ich euch den, der momentan auf dem ersten Platz ist. Und ihr müsst sagen, okay, der ist besser oder schlechter. Check this out. Ich würde sagen, doch, der... Oder? Boah, schwierig. Ey, schwierig. Wie schwierig das ist. Also, wie wir hier schön sehen, ich bin mir zwischen Dönermann und den erstplatzierten Duo bei Crazy nicht sicher. Aber ich habe hier eine Umfrage gestartet und man sieht hier eindeutig, dass Dönermann mit ungefähr 66%, 31 Stimmen angeblich besser ist wie Crazy. Aber ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Das heißt aber trotzdem, Dönermann hat hier die Nase vorne und dementsprechend ist Dönermann jetzt auf dem ersten Platz und Crazy ist jetzt auf dem zweiten Platz gerutscht. So machen wir das. Also, Leute.
Leute. Finale ist Ende aus Mickey Mouse. Wir haben unsere drei Gewinner. Dönermann ist auf dem ersten Platz. Hat somit die Farbtarnung gewonnen, die absolut selten ist. Dann haben wir Duo bei Craze. Der ist auf dem zweiten Platz. Er hat 1000 V-Bucks gewonnen. Muss mir einfach nur auf Instagram schreiben und ich schicke den dann halt irgendwas für 1000 V-Bucks. Und Netschi ist auf dem dritten Platz und hat somit 500 V-Bucks gewonnen. Dylan, Emnor und Krümel teilen sich halt eben den vierten Platz. Rice auf den fünften Platz und Cookie auf den sechsten Platz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, haut da rein.